und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind hier stehen geblieben, immer noch relativ am Anfang. Und wir sind immer noch in der Einleitungsgedöns-Dingens hier. Und ja, ich will mal versuchen, hier, dass wir weiterkommen. Und ja, beim letzten Mal haben wir halt die... die Charakterstellung gemacht, da die ersten Einführungen, die ersten kleinen Schritte und ja, auch hier ist natürlich wieder, oder sei wieder gesagt, wenn ich diese kleinen Nebenquests, warte mal, diese da vorlesen soll, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ich werde da jetzt in diesem und im nächsten Part noch öfters mal drüber informieren, vielleicht auch noch in ein, zwei anderen Parts danach. Damit ihr mir sagen könnt, ob ich die komplett lesen soll oder ob ich die Nebenquests komplett auslese. Hallo, Bardo. Vermutlich kannst du es gar nicht erwarten, dich endlich ins Abenteuer zu stürzen, was? Doch glaub mir, ein Ausflug in Lanuskias Wildnis will gut vorbereitet sein. Du solltest dich daher besser erstmal in der Stadt umsehen. Drei Orte dürfen sich dabei als besonders nützlich erweisen. Zum einen wäre da der Eteritenplatz. Den erreichst du, wenn du mit dem Krähenlift wieder runter zum Bollwerk fährst und dann den Ausgang auf der Westseite nimmst. Die Eteriten sind eine äußerst praktische Transportvorrichtung, die einem als Abenteurer eine Menge Laufarbeit ersparen. Um sie nutzen zu können, muss man sich per Berührung mit ihnen harmonisieren. Viel mehr kann ich dir dazu aber leider auch nicht sagen. Die genaue Funktionsweise lässt du dir am besten von der Gelbjacke mal erklären. Der ist Experte auf dem Gebiet des Reises durch die Ätherströme. Als nächstes solltest du auf dem Markt vorbeischauen. Die östliche und westliche Handelsstraße grenzt direkt an den Eteritenplatz. Dort kannst du Waffen, Rüstung, Rüstzeug und viele nützliche Dinge für deine Reise erwerben. Einige der Kaufleute bieten neben Waren auch Dienstleistungen an, um einen Überblick über die Angebotsflut zu bekommen. Solltest du dich mit dem Marktvorsteher Swustblad unterhalten. Der ist über den aktuellen Entwicklungen eigentlich immer gut im Bilde. Gib ihm diesen alten Oktanten hier. Dann weiß er, dass ich dich geschickt habe. Als letztes solltest du der Gilde der Marodeure noch einen Besuch abstatten. Denn Axt würde sich sicher über ein bisschen Gesellschaft freuen. Ich meine, ich gehe davon aus, dass du die nicht bloß zur Ziere auf deinem Rücken trägst, oder? Wenn du als Marodeurin zu was bringen willst, kann bloß Hota am Gildenschalter dir sicher weiterhelfen. Und das wäre auch schon fürs das wär's dann auch schon fürs Erste. Wenn du alle Orte abgeklappert hast, kannst du dich ja nochmal bei mir melden und erzählen, wie es gelaufen ist. Ach ja, und eine Bitte noch. Falls du unterwegs auf Bürger treffen solltest, die Hilfe gebrauchen könnten, greif ihnen ein bisschen unter die Arme, ja? Viele hier haben die 7. Katastrophe noch nicht so recht verwunden und sind auf Unterstützung angewiesen. Außerdem kannst du so Kontakte knüpfen, die sich später vielleicht nützlich erweisen. Bei Ninja, die da vorne am Tisch sitzt, kannst du sofort den Anfang machen. Selbst einfache Gelegenheitsarbeiten, die dir anfangs sinnlos erscheinen mögen, können dir wertvolle Einsichten mit auf den Weg geben, um eine große Marodeurin zu werden. Auf jeden Fall wirst du auf diese Weise Erfahrung sammeln. Die macht ja bekanntlich den Meister, nicht wahr? Ansonsten empfehle ich dir noch, mit dem Lehrmeister zu sprechen. Er kann dir ein paar Tipps geben, um dir den Start ins Abenteuer zu erleichtern. Die See ist weit und das Schicksal unergründlich, meine Liebe. Also, ich bin gespannt, in welche Richtung der Wind für dich wehen wird. Da wäre dann schon direkt die nächste Frage. Sollen wir uns die Lehrmeister mal angucken? Ich werde jetzt den ersten hier natürlich machen, aber ja, für die anderen mal gucken. Um die ertränkte Doktor zu verlassen, musst du den Auftrag Kräuterkunde bei Ninja annehmen. Schaut dir doch gleich einen Besuch ab. Das Hauptmenü gewährt dir einen direkten Zugriff auf die wichtigsten Funktionen des Spiels. Wenn du Charakter auswählst, öffnet sich ein Fenster mit den Attributen und der Ausrüstung deines Charakters. Bei Archiv gelangst du zu einer Liste mit Aufträgen und Freibriefen. Falls du die zahlreichen Einstellungen des Spiels einschließlich Tastenbelegung, Layout und Konfiguration anpassen möchtest, kannst du über das Systemmenü auf diese Option zugreifen. Haben wir schon. Um Tutorial-Texte nochmal zu lesen, wähle im Systemmenü Tutorial-Hilfstexte aus. Dein Spielfortschritt wird automatisch gespeichert, da gibt es keine Funktionen zum Speichern oder Laden.
Um jedoch einen Datenverlust oder eine Befehlung des Datenverbeugens, solltest du jede Spielsitzung mit der Auswahl von Auslog oder Spiel beenden abschließen. Navigation mit Hilfe der Karte. Mit der Auswahl von Karte unter Karte und Transport im Hauptmenü oder mit der Taste M öffnet sich die Karte, wenn du gerade in der Nähe von Zielobjekten deiner Aufträge bist, werden dort Icons angezeigt. Wenn du in deiner Aufgabenliste eine Aufgabe anklickst, siehst du sofort den Ort, an dem du dich dafür begeben musst. So. Dann sprechen wir doch mal mit der guten Dame. Oh, ein unbekanntes Gesicht und eine Abenteurer noch dazu. Wenn du nach Heldentaten dürstest, hätte ich ein paar interessante Informationen für dich. Unten im Erdgeschoss in der Bollwerkhalle habe ich ein seltsames Kraut herumliegen sehen. Es sah aus wie das verbotene Immertraumkraut. Wie den vielen Händlern in Limsa-Luminsa gibt es auch solche, die sich auf verbotene Waren spezialisieren. Diese illegalen Warenverkehr aufzudecken ist ein gutes Betätigungsfeld, um sich als Abenteurer hervorzutun. Nimm den Fahrstuhl ins Erdgeschoss und sammle in der Bollwerkhalle die suspekten Kräuter auf. Dann bringen sie Altkief am Oktanten, damit er sie begutachten kann. Gut. Wenn du nach unten in die Bollwerkhalle willst. Ja, machen wir. Das werde ich natürlich auch nicht immer wieder vorlesen, wenn wir da einen und denselben Weg immer wieder hoch und runter juckeln. Ruhebereich. Sobald du einen Ruhebereich betrittst, erscheint ein Sichel-Mond-Icon unter deinem Routinebalken. Während du dich in diesem Bereich aufhältst, sammelst du einen Erholungsbonus an. Der Bonus lädt sich weiter auf, auch wenn du offline bist. Jegliche Routine, die du im Kampf, beim Handwerk und beim Sammeln verdienst, während der Erholungsbonus aktiv ist, wird um 50% erhöht. Dein aktueller Erholungsbonus wird im Routinebalken angezeigt. Der dunkelorange Balken zeigt, wie viel mehr Routine du verdienen kannst, bevor der Bonus aufgebraucht ist. Wenn der Balken blau ist, ist der Bonus auch noch auf der nächsten Stufe aktiv. Zahlreiche Bereiche der Städte und viele Außenposten und Siedlungen gelten als Ruhebereiche. Um dein Routinepotenzial voll auszuschöpfen, würdest du es dir zur Gewohnheit machen, dich immer in einem dieser Bereiche auszuloggen. Ja, das muss ich echt noch üben. Für manche Aufträge musst du mit Objekten interagieren. Das kannst du mit einem Rechtsklick auf ein solches Objekt tun. Bisher haben wir gar kein Routinepotenzial. So, suspektes Kraut. Sammeln wir direkt. Jetzt sind wir übrigens auch in der richtigen Spielwelt, wo auch Spieler sind. Das war bis eben ja nicht der Fall. Bis eben waren wir eingeschränkt in unsere Fähigkeiten. So. Ich bin Captain Altskiff von Handelsschiff Orion. Du hast etwas, was ich mir ansehen soll? Gegenstände übergeben. Für manche Aufträge muss man Gegenstände abliefern. Wenn ein NPC einen Gegenstand anfordert, erscheint das Fenster Gegenstand abliefern. Zieh die Gegenstände aus deinem Inventar in dieses Fenster und klicke auf Übergeben, um die Transaktion abzuschließen. Gegenstände können auch durch einen Rechtsklick transferiert werden. So, ganz einfach. Na, da beißt mich doch ein Seeschwein. Immer Traumkraut. Das ist in Limsa-Luminsa verboten. Das ist zu Recht. Wer den Rauch dieses Krauts einatmet, verfällt in einen tödlichen Schlummer. Dort stellt man so summenlos Räucherherz her. Ein echtes Teufelzeug. Nee, Moment mal. Das ist doch bloß ein stinknormales Antik-Lavendel. Der wird hier überall im Hafen gehandelt. Da fällt mir öfter mal was aus einem Bündel. Ja, das würden wir wohl zum Narren gehalten. Da wurden wir wohl zum Narren gehalten. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und immerhin haben wir uns dadurch näher kennengelernt. Vielleicht haben wir bald wieder miteinander zu tun. Vielleicht haben wir das. Vielleicht haben wir das. Einige Gegenstände können benutzt werden und gewähren unterschiedliche Effekte, wie Wiederherstellung von LP oder Attributsboni. Zum Benutzen eines Gegenstandes wählst du einfach Benutze im Untermenü des Gegenstandes. Gegenstände, die in einem Timer zur Wiederverwendung haben,
können nicht erneut benutzt werden, bis der Timer abgelaufen ist. Gegenstände, die du häufig benutzt, kannst du auch im Kommandomenü ablegen. So, und jetzt hätten wir hier halt wieder Nebenaufgaben. Wie gesagt, ich lese sie jetzt zu Anfang vor. Ich weiß, ich höre jetzt schon wieder Leute aufstehen, die sagen, nein, du musst doch die Nebenquests gar nicht machen. Und warum tust du das? Das bringt doch gar nichts. Das nimmt doch nur Zeit in Anspruch. Und so weiter und so fort. Hatte ich im Stream schon. Gut, das war auch bevor einige meiner Kompanie-Jungs da waren. Aber ich weiß, man muss es nicht machen. Ich lasse es mich bitte trotzdem machen. Denn ich will sehr viel Zeit in diesem Spiel verbringen. Das hier wird ein Dauerprojekt. Ein wirkliches Dauerprojekt. Und ich möchte nicht einfach nur durch die Story durchrushen und nicht einfach nur hier, oh, Hauptstory, 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 Inis, 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 Inis. Sondern ich möchte auch so ein bisschen die Nebengeschichten erfahren. So von manchen Nebencharakteren, die man vielleicht auch öfters nochmal wieder trifft. Die auch später vielleicht dann noch Aufgaben für einen haben. Ich meine, in anderen MMOs macht man das ja auch. Und nur weil man hier quasi genug Erfahrungspunkte kriegt, nur um ins Endgame zu kommen. Und weil andere Leute das vielleicht nicht machen. Lasst es mich doch einfach machen. Wenn es mir irgendwann auf den Senkel geht, dann kann ich es ja immer noch. Kann ich das damit ja immer noch aufhören. Ich muss ja nicht. Ich bin ja nicht erzwungen. Aber jetzt zu Anfang würde ich das gerne machen, weil. Wie hier. Wir kriegen halt Feuerscherben, da weiß ich, dass man die später braucht. Und Dunkelmaterie. Da weiß ich noch nicht genau, wofür man es braucht. Wahrscheinlich fürs Reparieren. Aber solche Sachen sind halt Sachen, die würde ich gerne haben. Ich möchte auch tatsächlich versuchen, mit einem halbwegs sauberen Inventar hier rumzulaufen. Also nicht mit zu viel Müll. Was bei mir der Grund ist. Ich weiß, ich erkläre gerade verdammt viel, wie ich vorgehe und so. Ich werde die Klassen, ich sage es euch einmal, mit C könnt ihr das hier nämlich aufrufen und dann hier bei Klassenjobs. Von den Berufen erstmal abgesehen, da überlege ich mir noch was. Aber ich will erstmal alles, was man am Anfang kriegen kann. Das ist in dem Fall der Gladiator, der Marodeur, der Druide, der Faustkämpfer, der Pikinier, der Schurke, der Waldläufer, der Taumaturg, der Hermetiker. Die Klassen möchte ich alle zu Anfang auf 15 kriegen. Weil ab 15, wenn man dann die erste Inni laufen kann, dann kann man damit dann quasi leveln. Man kann zwar die Dailies so nicht machen, aber du kannst halt quasi schon damit leveln. Mit einer Inni, die reicht auch. So. Und um zu vermeiden, dass ich wieder Ionenfach auf Level 30, 40, 50, 60, 70 Rüstung habe für 15, 10, 20, möchte ich halt alle gleichzeitig irgendwie leveln. Also manche Klassen, wie zum Beispiel den Marodeur. Ich will ihn erstmal nur 15 kriegen, danach ist es mir erstmal egal. Danach ist es mir erstmal Wumpe. So, das heißt, ich werde ihn nicht als Main-Charakter nehmen, ich werde ihn nicht mit ins Endgame wahrscheinlich erstmal nehmen, sondern erstmal so, ne? Game, da reden wir noch gar nicht drüber. Das Design ist schon das Nach-Endwalker, das nächste Ding draußen. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, dass ich jetzt hier in dieser Stadt kann man den Marodeur, den Hermetiker und den Schurken. Das heißt, in dem Gebiet, bevor wir überhaupt großartig die Story vertiefen, also klar, wir machen jetzt bis zu einer gewissen Story, mache ich halt erstmal die 3 auf 15. Damit mir es später freigestellt ist, mit denen die ähnlich zu laufen, die zu leveln, weil am Anfang geht das noch recht schnell. Das heißt, ich werde wahrscheinlich später auf den Schurken oder auf den Hermetiker wechseln. Den Marodeur halt bei 15 lassen. So. Aber es ist dann halt, zum Beispiel, wenn mir eine Klasse, ich weiß es beim Taumaturgen, das kann sich natürlich noch ändern auf höherer Stufe. Die Klassen, die mir zu Anfang noch nicht liegen. Die kann ich dann wenigstens erstmal auf 15 lassen. Die habe ich dann erstmal auf Eis gelegt. So. Dann muss ich ja erstmal nicht mit weitermachen. Da kann ich dann auch zwar auch schon die Ausrüstung verkaufen, aber dann brauche ich diese ganze kleine Anfängerrüstung nicht mehr. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, und um das dann alles so ein bisschen einzugrenzen, möchte ich halt alles gleich setzen mit Leveln.
Also ich werde mir später wahrscheinlich 3 Klassen oder 4 raussuchen, die ich dann definitiv konstant nebeneinander herlevel. Und ja, das wird wahrscheinlich von jedem Zweig, also Verteidiger, Heiler, also Tank, Heiler und DD, wird es wahrscheinlich von jedem einer sein und dann vielleicht von einer Klasse noch einer. Wird nicht der Tank sein. Und ja, das ist erstmal so das Stand. Es wirkt verwirrend, es wirkt viel. Und ich weiß, ich bin mir dessen bewusst, was ich mich aufbürde. Aber ich möchte es versuchen. Das hier ist ein Herzensprojekt, das ich gerade. Weil ich dieses Spiel abgöttisch liebe. Und ich möchte jeden einzelnen Aspekt davon nochmal erleben, nochmal gucken. Sachen, die ich vielleicht vorher nicht richtig mitgekriegt habe, wo ich halt gequatscht hatte in den Szenen. Das möchte ich halt alles vorher nochmal miterleben. Und das halt mit einem Charakter, mit dem ich bisher tatsächlich zu 100% zufrieden bin. Klar werde ich irgendwann vielleicht die Klasse, also das Volk, ändern. Aber das vielleicht dann so in gewissen Abständen. Das heißt wahrscheinlich, dass hier bis Heaven's Ward, dann Stormblood und vielleicht nur Stormblood, dann vielleicht die Auras und Shadowbringer Endwalker, vielleicht das andere. Mal gucken. Oder für jedes Ende und ein anderes. Das werden wir sehen. Aber jetzt habe ich genug Einleitungsquatsch gemacht. Im zweiten Part. Wir nehmen erstmal die Quest hier an. Ah, die Kräuterfreundin. Genau sowas halt. Dass man halt diesen Wiedererkennungswert hat. So, das finde ich halt cool. Hör dir an, was ich zu sagen habe. Gestern hat mich ein Mann auf dem Oktanten angesprochen. Sah aus wie ein Seemann. Er meinte, dass er mir Gil bezahlt für jeden Abenteurer, den ich ihm vorstelle. Was der fort? Das habe ich mich auch gefragt. Womöglich will er die Leute überwältigen und verkaufen. Wenn du auf dem Weg zum Oktanten bist, dann solltest du die Gelbjagd Lasrael warnen. Es wird nicht schaden, die Augen offen zu halten. So. Wie gesagt, zu Anfang nehme ich das alles mit. Es kann nicht schaden. Hey du, hast du gerade eine Hand frei? Dann bring doch bitte kurz mein Paket zu den artigen Schwestern von Edelweiß, drüben bei Fischers Boden. Unter uns, so artig sind die Schwestern gar nicht. Wenn man es genau nimmt. Haha, aber das ist halt nur ein Name. Auf jeden Fall haben sie dem Bogea Konsortium einen großen Gefallen getan und in dem Paket ein kleines Dankeschön. Gruselig, diese Demote. Das ist mega gruselig. Achso, ich habe übrigens den Namen der Spieler ausgeschaltet. Wo mir aber gerade auffällt, dass da noch ein bisschen anvisiert. Ich muss halt das für die Familie jetzt auch nochmal. Ich frage mich halt, warum die Familiare. Achso, hier. Die müssen so jetzt auch sein, oder? Das verstehe ich halt gerade nicht. Ich habe doch gar keinen gerade anvisiert. Naja, eigentlich müsste es funktionieren. Warum es nicht funktioniert, weiß ich nicht. Eigentlich müssten die Familiare auch ausgeschaltet sein. Und halt nur, wenn ich anvisiere. Naja, egal. Ist dann halt so. Ja, dann kann ich es leider nicht ändern. Mm-hmm.
Hey, du bist... Nein! Ich muss das vorher lesen. Ich darf nicht vorher nicht ins Spiel reinklicken. Oder? Warte mal. Ich bin gleich wieder... So. Ich gehe jetzt gleich wieder ins Spiel rein, aber ich muss das jetzt leider erstmal so lesen, deswegen habt ihr gerade keinen Sound. Ich hingegen bin bloß ein einfacher Wachmann, der in Limsa-Lumsa seinen Dienst schiebt. Nur auf dem Gebiet der Ätherreisen macht mir so schnell keiner was vor. Lass mich dir die Sache in simplen Worten erklären. Guck grad mal. Okay. Dieser Ätherix hier ist eigentlich nichts anderes als ein riesiger Brocken kristallisiertes Äther. Er wurde so modifiziert, dass er jegliche Materie, auch Personen zu Ätheriten an anderen Orten teleportieren kann. Na? Okay, damit ändere ich nichts im Spiel. Irgendwas gut. Die Zauberrückführung und Teleport fußen auf denselben Prinzipien. Ohne Ätheriten würde die gar nicht funktionieren. Ätheriten stehen an allen wichtigen Orten und Plätzen Eosias. Gar nicht auszudenken, wie mühsam das Leben für euch Abenteurer gewesen sein muss, bevor es sie gab. Die Rennerei über halbe Kontinente muss wahrlich ermüdend gewesen sein. Ich kann nur wärmstens empfehlen, dich mit jedem Ätheriten zu harmonisieren, dem du über den Weg läufst. Danach kannst du dich dann jederzeit zu ihm teleportieren. Am besten fängst du mit denen an in der näheren Umgebung, Limsa Luminsas. Hier in der Stadt gibt es übrigens auch kleine Exemplare, aber die eignen sich nur für den Transport innerhalb Limsas. Wenn du darüber hinaus noch Fragen zu Ätheriten oder Teleportsmagie haben solltest, bin ich jederzeit auf ein Gespräch zu haben. Bis dahin, gehabt dich wohl. Rückführung erlernt. Du hast deine Energie mit dem Ätheriten harmonisiert und kannst nun mit Hilfe der Rückführung gegebenenfalls ihm zurückkehren. Die Rückführung kann verwendet werden, um unmittelbar zu dem Ätheriten zu reisen, den du als Heimatpunkt festgelegt hast. Dazu musst du einfach nur Rückführung im Hauptmenü unter Karte und Transport auswählen. Die Rückführung ist aber nur alle 15 Minuten Ehrenzeit möglich. Du kannst immer nur einen Heimatpunkt festlegen. Um einen Ätheriten zu deinem neuen Heimatpunkt zu machen, führe den Rechtsklick auf ihn aus, um das Ätheriten-Menü anzuzeigen. Wie gesagt, wir werden hier sehr viel Zeit mit Lesen und sonstigem verschwenden. Ah. Und jetzt habe ich das natürlich vergessen. So. Katze. Die Katze muss ich immer ausschalten. Das kann auch lustig werden. Planfix Lauschdieb. Okay. Willst du machen, wo du schläfst? Planfix, Lauschlieb, guter Goblin, faire Schrift. Aber jetzt Planfix hat ein Ohr bekommen, das verkaufen Sache. Immer muss man am Liste schreiben bei Zollbehörde. Melvan Tor. Planfix, ganz schlechte Kühe im Magen. Bestimmt kommen Fühlen in Verkaufssachen mit ganz strengem Blick. Kannst du Planfix gehen? Wenn Großwachse machen, gibt es sich keine zwei... Zweifelfrage von Malevan, Leute. Gibst du deine Liste? Die Goblins muss man nicht verstehen. Warum stört das, dass diese das sind Haustiere, das sind keine Familiare. Stimmt, warte mal. Ich bin anvisiert. Aber das hier sind ja auch nur... keine Familiare. Ich sehe nur... Objekte... Begleiter, hier! So, jetzt! Jetzt haben wir... Jetzt haben wir es geschafft. Verstehe. Vielen Dank, dass du extra den Weg auf dich genommen hast, um mir Bescheid zu sagen. Könntest du auch Redweave auf der östlichen Landstraße die Warnung zukommen lassen? Wir stehen in ständigem Kontakt. Was war das für ein Geräusch? Okay.
Kontakt mit vielen Abenteuern und wird dafür sorgen, dass die Warnung alle erreicht. Wie einfach fast alle gleich aussehen. Viele, viele tolle Sachen. Nun, davon habe ich auch eine Waffe. So, eine Abenteurerin mit einer Nase für unschlagbare, günstige Preise und gute Geschäfte. Willkommen auf Limsus Luminsas Handelsstraße, wo kaufwillige Kunden alles finden, was ihr Herz begehrt. So gerne würde ich dir noch mehr über unsere fantastischen Angebote berichten, doch gerade heute hat ein neuer Frachter im Hafen angelegt. Und da nun wollen unzählige Lieferungen bereit bearbeitet werden. Oh, mein Oktant! Den hat Baderon dir mitgegeben, sagst du? Welch ein Segen! Den hatte ich schon überall gesucht. Vermutlich ist er mir aus der Tasche gefallen, als ich in der ertränkten Sorge neulich mal wieder ein paar meiner Sorgen ertränkt habe. Hehe. Ich war schon drauf und dran, mir aus Verzweiflung wieder die Kante zu geben. Der Tante ist nämlich hat nämlich großen sentimentalen Wert für mich, musst du wissen. Er ist ein Erinnerungsstück an meine Zeit als Kapitän auf See. Na gut, dann will ich die Arbeit mal einen kurzen Augenblick ruhen lassen und mich zur Feier des Tages in die Geheimnisse des Handels in Limsa Luminsa einweihen. Alles, was das Abenteuer Neulingsherz begehrt, findest du hier in zwei überdachten Marktarkaden. Der östlichen und der westlichen Landstraße. Sicher wirst du unterwegs auch mal kämpfen müssen. Da könnte ein paar schlagkräftige Waffen, magische Tränke und solide Rüstung nicht schaden. Muss ich erwähnen, dass du all das hier bei uns erwerben kannst, zu Vorzugspreisen, die sich sehen lassen. Dazu, solange der Vorrat reicht, meine Liebe. Auch Tränke und Materialien aller Art findest du bei uns in Hülle und Fülle. Alles natürlich von feinsten Qualität, denn unsere Händler sind ehrbare Leute, die sich ihrem Namen nicht durch schnelle Geschäfte mit billigem Ramsch ruinieren wollen. Ich will nicht Wurstblät heißen, wenn du nicht für jeden deiner Wünsche bei uns den passenden Laden findest. Schau dich einfach mal um, denn Grau ist alle Theorie. Und lass dir die Kauflust von einem Missgriff nicht verleiden. Es gibt schlimmere Fehlinvestitionen als das Zahlen von Lehrgeld. So, gut, dann geben wir hier die eine Aufgabe noch ab. Hallo, hier ist die Rezeption für Gehilfen. Was kann ich für dich tun? Wie bitte? Ein dubioser Seemann verursacht unerfahrenen Abenteuer anzulocken? Er versucht, unerfahrene Abenteuer anzulocken. Danke für den Hinweis. Hier auf der östlichen Händenstraße kommen Händler und Abenteurer aus allen Ecken Eoseas zusammen. Da sind auch ein paar zwielichtige Gestalten dabei. Ich werde dafür sorgen, dass sich die Warnung herumspricht und meine Augen offen halten. So, damit hätten wir das. Ich werde für die Let's Plays, also für die FF14 Let's Plays, immer so 30 Minuten Parts machen. Weil 15 bis 20 Minuten sind zu wenig, finde ich. Aber alles über 30 Minuten ist auch zu viel. Also ihr könnt gerne mal eine bevorzugte Partlänge reinschreiben, wenn ihr das wollt. Ansonsten können wir auch gerne mal, wenn ich auf Twitch Final Fantasy streame, könnt ihr ansonsten auch gerne eure Meinung, eure Ideen, eure Ratschläge für dieses Projekt gerne mal kundtun, weil ich bin eigentlich mehr im Stream als aufs andere. Aber natürlich nur vorausgesetzt, ich spiele auf Final Fantasy 14, weil ich will nicht in anderen Spielen dann durchgehend nur über FF14 reden. Oder halt unter die Kommentare oder auf meinem Discord-Server. Das ist aber alles verlinkt und ne, das seht ihr alles in der Endcard und in der Beschreibung, wenn ihr die aufklickt. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, vielen lieben Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.